Kleine Pause und weiter geht's. Viel Spaß wünscht Ihr Forum Allgäu Kempten. Hallo und grüß Gott zu ATV am Dienstag. Wir starten gleich mit unseren Themen des Tages. Probebohrung im Unterallgäu könnte künftig vielleicht wieder Öl gefördert werden. Für eine erfolgreiche Zukunft, spanische Jugendliche starten Ausbildung im Allgäu und archäologische Entdeckung, historischer Grabhügel auf Baustelle in Dösingen gefunden. Wird das Allgäu bald zum Öllieferant? Diese Frage steht derzeit im Unterallgäu im Raum. Denn in der Nähe von Bedernau finden mitten auf einer Wiese aktuell Probebohrungen der Firma Winterschall statt. Doch ganz so neu ist die Geschichte nicht, denn das Unternehmen hatte dort einst das bedeutendste Ölfeld Bayerns. Über 3 Jahrzehnte hinweg wurden dabei fast 2 Millionen Tonnen Erdöl aus mehr als 20 Bohrungen gefördert. Doch Mitte der 90er Jahre stellte Winterschall die Produktion ein. Nun könnte es erneut zu Bohrungen kommen. Wir haben uns heute Nachmittag einmal ein Bild von der Lage vor Ort gemacht. Es wird bereits kräftig gebohrt. Mit einer 18 Meter langen Stange und überdimensionalen Meißeln ist die Suche nach dem schwarzen Gold gestartet. Seit gut einer Woche laufen hier in Bedernau die Öltestbohrungen. Bis vor ein paar Tagen stand der Bohrturm noch ein paar Kilometer weiter bei Lauben. Nun geht die Suche hier weiter. Bei etwa 1500 Meter Tiefe, inmitten von Sandstein, erwarten die Experten das Öl. Im Moment ist der Bohrer bei etwa 1000 Metern unter der Erde. Wir vermuten hier noch Erdölvorkommen und machen deshalb diese Bohrung, um auch die traditionelle Erdölförderung in Bayern auszubauen. Das ist unser Ziel. Mit riesigen Meißeln arbeitet sich der Bohrer dabei teleskopartig vor. Je nach Gestein muss dabei mit mehr oder weniger Druck gearbeitet werden. Außerdem müssen ganze Rohre in den Boden zementiert werden, damit zum Erdreich hin alles abgedichtet wird. Das Prinzip der Bohrung selbst ist dabei relativ einfach. Im Grunde ist es eine überdimensionale Bohrmaschine, die wassergekühlt ist, so muss man sich das vorstellen. Wobei wir hier jetzt im Augenblick einen Bohrstrang haben, der wiegt ungefähr 50 Tonnen. Unten an diesem Bohrstrang ist der Meißel. Wir setzen ungefähr 3 bis 5 Tonnen Gewicht auf den Meißel ab. Also Sie hören eben hier die Bremse, wir lassen permanent nach und wir bohren im Schnitt um die 15 Meter pro Stunde hier in die Tiefe. Damit die Meißel gekühlt werden, rotieren rund 90 Kubikmeter Wasserspülung durch das System. Zugesetzt mit besonderen Feststoffen kann so auch das Bohrklein leichter nach oben befördert werden. Nach Filterung geht die Spülung wieder zurück in den Kreislauf. Eine herkömmliche Methode, die sich trotzdem wieder als wirtschaftlich erweisen könnte. Der höhere Ölpreis und auch effizientere Fördermöglichkeiten machen einfach die Erdölförderung hier auch wieder wirtschaftlich und für uns auch interessant. Und uns geht es darum, auch die heimische Erdölförderung auszubauen. Das ist unsere Basis, hier Deutschland als deutsches Unternehmen, hier am Standort Deutschland auch weiter Erdöl zu fördern. Die Qualität des zu erwartenden Öls soll ausgesprochen gut sein. Überhaupt ist Bayern mittlerweile auf Platz 4 der Förderung im Bundesvergleich. Insgesamt wurden in Deutschland im Jahr 2013 2,6 Millionen Tonnen Öl gefördert. Das sind 3% des Gesamtverbrauchs. Öl braucht natürlich fast jeder. Und so nehmen auch die Bürger im Unterallgäu Notiz von den Maßnahmen. Wir haben in Lauben erstmals eine Bohranlage hier auch den Bürgern gezeigt. Das Interesse war sehr groß, es waren über 300 Bürger da. Es gab viele Fragen, wir haben auch mit vielen Leuten gesprochen, die uns kennen. Wir waren ja früher hier auch schon am Standort, haben hier früher Erdöl gefördert. Und das Interesse war sehr groß und die Resonanz auch sehr positiv. Positiv gestimmt geht das Unternehmen also weiter voran. Auch das heiß umstrittene Thema Fracking ist für sie kein Hindernis. Genauso hier für Bedernau und auch unsere Bohrungen in Lauben ist Fracking kein Thema. Das ist eben diese traditionelle Förderung. Genauso wie wir vor 20 Jahren hier gefördert haben, wollen wir in Zukunft auch wieder fördern. Die Testbohrungen gehen nur noch etwa 10 Tage. Bis zum Ende des Jahres soll hier dann eine Entscheidung fallen. In Sachen Infrastruktur und Verkehr würde das eine kleine Umstellung für das Unterallgäu bedeuten. Und auch das Thema Umweltschutz hängt natürlich in der Luft.
Hier zum Beispiel in diesem konkreten Fall ist, Sie sehen, wir hantieren mit relativ viel Flüssigkeiten, Chemikalien. Der ganze Bohrplatz muss man sich als eine Betonwanne vorstellen, die ihre eigene Entwässerung hat, wo wirklich das Wasser eigen entsorgt wird. Unter dem Aspekt sehe ich jetzt erstmal primär hier keine Probleme, was jetzt die aktuellen Bohrtätigkeiten anbelangt. Wenn es darum geht, hier einen Betrieb aufzubauen, dann werden wir natürlich Umweltverträglichkeitsstudien durchführen. Wir werden natürlich überprüfen, wie wir hier möglichst umweltschonend unseren Betrieb aufbauen können. Sollte Wintershall wirklich auf Öl stoßen, wird 2016 mit den eigentlichen Bohrungen begonnen. Mit über 50% Jugendarbeitslosigkeit ist die Lage in Spanien dramatisch. Gleichzeitig bleiben hier in Deutschland viele Ausbildungsstellen unbesetzt. Zum 1. September waren es alleine im Allgäu rund 1400 offene Stellen und das nicht zum ersten Mal. In Mindelheim hat man daher ein Projekt ins Leben gerufen. Spanische Jugendliche sollen eine Ausbildung in Deutschland beginnen. Nach Vorbereitungskursen und Praktika hat das auch im zweiten Jahr des Projektes wieder geklappt. Und jetzt heißt es für die Jugendlichen erstmal Deutsch lernen. Deutsche Grammatik ist schwer. Mit ihren vielen Ausnahmen und Sonderformen stellt sie Sprachschüler regelmäßig vor eine Herausforderung. Genau so geht es auch den spanischen Jugendlichen, die für eine Ausbildung ins Allgäu gekommen sind. Doch sie bekommen kräftige Unterstützung, um sich hier zurechtzufinden und die Sprache zu lernen. Ja, sie bekommen hier einen Unterricht in Deutsch hauptsächlich erstmal, weil sie ja neu sind und sich erst noch integrieren müssen in die Gesellschaft. Und da ist natürlich Integration auch verbunden mit Sprachkenntnisse. Und je besser sie Deutsch können, umso besser können sie Fuß fassen. Und das klappt schon sehr gut, weil wir haben ja Erfahrung aus dem letzten Jahr. Die Auszubildenden, die jetzt schon im zweiten Lehrjahr sind, die haben sich jetzt schon sehr gut integriert, sind auch unheimlich gereift in der Zwischenzeit und schon richtig eigenständig geworden. Doch alleine der Deutschunterricht reicht nicht aus. Denn viele alltägliche Aufgaben unterscheiden sich deutlich zu Spanien. Da brauchen Sie sehr große Unterstützung. Das geht schon los mit Formulare ausfüllen, ob es jetzt bei der Stadt anmelden ist oder ein Bankkonto eröffnen. Und natürlich geht es auch bis hin zur Wohnungssuche, dass wir auch hier private Wohnungen brauchen. Und da ist immer Unterstützung angesagt, weil dann haben Sie es einfach leichter. Das Kolping Bildungswerk, die Stadt Mindelheim und die Agentur für Arbeit unterstützen gemeinsam das Projekt. Denn nur mit einem Praktikum oder einem Ausbildungsplatz ist es nicht getan. Alle Beteiligten wollen die Jugendlichen bestmöglich dabei unterstützen, hier in Deutschland Fuß zu fassen. Ich finde, das ist wunderbar für uns, für die jungen Leute in Spanien, weil wir in Spanien keine Chance haben. Es ist ein bisschen Katastrophe in Spanien. Und hier, wir können eine gute Zukunft haben. Und es ist gut für Lernen, Arbeiten und andere Kultur kennen. Nach einer Ausbildung in Deutschland stehen den jungen Spaniern viele Perspektiven offen. Manche überlegen weiter, in deutschen Hotels zu arbeiten, andere hoffen nach einer Ausbildung einen Arbeitsplatz in Spanien zu finden, erzählt Brigitte Riedmeier. Auf jeden Fall ist die Ausbildung eine gute Grundlage für die Zukunft der Spanier. Ein Shitstorm, das ist, könnte man sagen, eine Schimpftirade im Internet. Und so eine prasselte jetzt auf den Allgäuer Bundestagsabgeordneten Stefan Stracke nieder, weil er ein Allgäuer Dialektwort in einer Bundestagsrede verwendet hat und missverstanden wurde. Das Ganze passierte während der Debatte zum Haushalt des Arbeits- und Sozialministeriums. Stracke wollte seinen Unwillen darüber zum Ausdruck bringen, dass es jugendliche Erwerblose gibt, die offenbar nicht arbeiten wollen, obwohl sie dazu in der Lage wären. Und eben diese bezeichnete er mit dem Begriff fauler Krippel. Protest kam sofort von Linke-Chefin Katja Kipping, die als Dresdnerin mit dem Allgäuer Dialekt nichts am Hut hat und statt Krippel Krüppel verstanden hat und das natürlich in diesem Zusammenhang zu Recht anprangerte. Im Bayerischen und Allgäuerischen aber bedeutet Krippel sowas wie fauler Kerl oder Übeltäter, unabhängig von seiner körperlichen Verfassung.
Strack erklärte die Abgeordneten noch im Bundestagsplenum über die dialektale Wortbedeutung auf und entschuldigte sich per Facebook für den missverständlichen Gebrauch des Dialektwortes. Das Gaspedal schön ruhig halten, das sollten Sie verstärkt am Donnerstag tun, denn es steht bundesweit wieder ein Blitzmarathon an. Das und mehr gleich in Kompakt. Wählen Sie unter den Top-Küchen zu besten Preisen. Erwarten Sie Beratung und Service der Extraklasse. Küchenmeier, mit Sicherheit die beste Wahl. Küchenmeier in Kempten und jetzt auch in Memmingen. Küchenmeier. Also ich dachte ja immer, das beste Laugengebäck, das gibt's auf der Wiesn. Aber auch nicht schlecht ist das von Koppenrad und Wiesn. Jetzt neu, unsere Goldstücke Laugengebäck aus der Konditorei Koppenrad und Wiesn. Wiese. Wir wollen, dass Sie schon morgens wissen, was der Tag bringt. Deswegen arbeiten wir als Zusteller. Bewerben auch Sie sich. Zu Hause sein. Sich geborgen fühlen. Füreinander da sein. Freude am Leben. Da bin ich daheim. Allgäupflege. Individuell und einzigartig wie Sie. Selbstklebende Tapeten der Druckerei Wagner. Auf Wunsch gestaltet nach Vorlage Ihres Lieblingsbildes. Oder Sie wählen aus vielen tollen Ideen unter allgäubild.info. Die Meldungen vom 16. September 2014. In Kempten wird Georg Steinhauser vermisst. Der 51-Jährige ist am Montag nicht zur Arbeit erschienen, so die Polizei heute. Die Beamten haben in der Wohnung des Mannes Hinweise entdeckt, dass der Vermisste dringend ärztliche Hilfe benötigt. Informationen über den Verbleib von Georg Steinhauser nimmt die Polizei entgegen. Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Unterallgäu gestorben. Er war gestern auf dem Weg von Markt Rettenbach Richtung Ottobeuren unterwegs. Ein 58-jähriger Autofahrer, der ihm entgegenkam, wollte links abbiegen und stieß mit dem Motorradfahrer zusammen. Dieser wurde vom Motorrad geschleudert und erlitt tödliche Verletzungen. Der Pkw-Fahrer wurde schwer verletzt ins Klinikum Memmingen gebracht. Ein Gutachter soll die genaue Unfallursache klären. Ein weiterer tödlicher Unfall hat sich bei Lindau ereignet. Dort erfasste ein Lkw einen 63-jährigen Radfahrer. Der Radler steuerte nach links Richtung Fahrbahnmitte und stieß mit dem hinter ihm fahrenden Lkw zusammen. Er verstarb an der Unfallstelle. Diesen Donnerstag startet die Polizei erneut einen bundesweiten Blitzmarathon. Ab 6 Uhr morgens werden 24 Stunden lang verstärkt Radarkontrollen durchgeführt. Im Allgäu an insgesamt 44 Stellen. Auch in den Tagen danach wird intensiver kontrolliert. Die angekündigte Aktion soll für ein langfristiges Umdenken im Straßenverkehr sorgen und die Zahl der Verkehrstoten senken. Rund 10.000 Menschen werden jährlich allein in Bayern wegen zu hoher Geschwindigkeit verletzt. Mit dem heutigen Schulstart rät die IHK Schwaben dazu, sich frühzeitig mit dem Berufswunsch zu befassen. Die Schüler in den höheren Klassen müssten jetzt alles für ein gutes Zeugnis geben, dann stehen ihnen alle Türen offen. Ebenso wichtig wie ein gutes Zeugnis ist eine frühzeitige Berufsorientierung. Laut IHK bricht jeder Vierte sein Studium ab. Künftige Schulabsolventen sollten sich daher rechtzeitig über die Anforderungen ihres Traumberufes oder ihres Wunschstudiums informieren und sie mit den individuellen Fähigkeiten abgleichen. Der Allgäuer Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl möchte, dass der nächste bayerische Gedenktag für die Opfer von Flucht, Vertreibung und Deportation in Kaufbeuren stattfindet. Das fordert er nun in einem Schreiben an Ministerpräsident Horst Seehofer. Pohl ist vertriebenen politischer Sprecher der Fraktion der Freien Wähler. Er betonte, dass Kaufbeuren ein Symbol für die Bereicherung Bayerns durch Heimatvertriebene sei. Denn nach dem Krieg siedelten sich dort rund 18.000 Menschen aus dem Kreis Gablonz an der Neiße an. Kaufbeuren sei somit eine der größten vertriebenen Siedlungen Europas.
Die Stadt sei prädestiniert für die Ausrichtung des Gedenktages. Die Passagierzahlen der Ukraine-Flüge sind am Allgäu Airport im ersten Halbjahr stark eingebrochen. Aufgrund der unsicheren politischen Lage strich Wizz Air alle Flüge nach Donetsk sowie mehr als die Hälfte der Kiew-Verbindungen. Zu Beginn des Jahres wurden noch knapp 100.000 Ukraine-Passagiere erwartet. Derzeit liegen die Erwartungen für 2014 nur noch bei etwa 42.000. Vor allem deshalb sind die Passagierzahlen der ersten Jahreshälfte insgesamt um 7,5% gesunken. Trotzdem ist die Zahl der Starts und Landungen gestiegen. Das liege zum einen an vielen Geschäfts- und Privatfliegern, aber auch an kleineren Maschinen der Fluggesellschaft Germanwings. Ein Bauunternehmer aus dem Raum Kempten hat die Sozialkassen um 450.000 Euro geprellt. Nun wurde der geständige Mann vom Kemptener Amtsgericht zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Außerdem muss er 50.000 Euro Schadenswiedergutmachung zahlen. Der 34-jährige Mann hatte zwischen 2009 und 2013 bis zu 7 Mitarbeiter, die sich aber als Subunternehmer ausgaben. Dadurch sparte sich der Bauunternehmer die Sozialversicherungsbeiträge sowie die Zahlungen an die Berufsgenossenschaft. Der Allgäuer Presseball, hier Bilder aus diesem Jahr, wird nächstes Jahr unter dem Motto Jubiläumsgala stehen. Denn zum 10. Mal findet die Veranstaltung nun schon in der Big Box statt. Stargast des Abends ist Musicaldarstellerin Anna-Maria Kaufmann. Außerdem ist für ein vielfältiges musikalisches und kulinarisches Angebot gesorgt. Durch das Programm führt Moderator Tillmann Schöberl. Der Erlös der Tombola kommt der Kartei der Not zugute. Diese kümmert sich um Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind. Karten können ab sofort reserviert werden. Die Füssener Baseballmannschaft Royal Bavarians ist Vizemeister der Regionalliga Südost. Im Finale gegen die Titelverteidiger aus München mussten sich die Allgäuer mit 0:5 und 1:3 geschlagen geben. Trotz der Niederlage hält sich die Enttäuschung in Grenzen. Die Royal Bavarians hätten eine großartige Saison gespielt, die wohl niemand erwartet habe, so Trainer Kai Bindemann. Und zum Abschluss noch eine gute Nachricht für die Autofahrer. Die B12 zwischen Kempten und Marktoberdorf ist wieder frei befahrbar. Die Bauarbeiten zwischen Kraftisried und Geisenried sind abgeschlossen. Beide Richtungen sind wieder für den Verkehr freigegeben. Die B12 war fast 2 Wochen lang komplett gesperrt. Die Bundesstraße ist an der Stelle auf 3 Spuren ausgebaut worden. Dort sind jetzt Überholspuren. Und jetzt kommen wir zum Wetter. Uns erwartet heute eine sternenklare Nacht bei Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad. Der Wind kommt aus südöstlicher Richtung bei Geschwindigkeiten um 3 km/h. Am morgigen Vormittag kommt es im Unterallgäu örtlich zu Nebel bei 16 Grad. Die Maximalwerte bewegen sich im Alpenvorland um die 23 Grad. Im Verlauf des Tages klettern die Temperaturen auf bis zu 25 Grad. Stellenweise ziehen Wolken auf. Im Nordosten scheint die Sonne aber länger. In den Bergen ist es meist trocken bei bewölktem Himmel. Auf dem Nebelhorn weht mit 10 km/h eine leichte Brise. Die Temperaturen erreichen bis zu 21 Grad. Am Donnerstag steigt das Thermometer auf maximal 22 Grad. Die Tiefstemperatur liegt bei 14 Grad. Am Freitag bleibt das Wetter nahezu unverändert. Nachmittags frischt der Wind auf. Der Start ins Wochenende bleibt vorerst sonnig. Erst am frühen Nachmittag kommt es zu leichten Regenschauern. Wenn auf einer Baustelle alles stillsteht, kann das ja viele Gründe haben. Der interessanteste ist sicher ein archäologischer Fund. Geschehen gerade aktuell in Dösingen bei Kaufbeuren. Ein historischer Grabhügel wird dort vermutet. Während der Bauarbeiten sind Hinweise auf ein historisch wertvolles Gefäß aufgetaucht. Um die Bergung der Objekte kümmert sich nun eine Gruppe ehrenamtlicher Helfer. Unser Kamerateam war dabei, als bei der Grabung noch mehr gefunden wurde.
Die Baustelle am Ortsrand von Dösingen steht still. Hier darf seit 14 Tagen größtenteils nicht weitergearbeitet werden. Der Grund? Während der Bauarbeiten wurde ein historisches Gefäß freigelegt, womöglich eine alte Urne. Entdeckt wurde sie von Sigulf Guggenmoos. Er ist ehrenamtlicher Mitarbeiter des Landesamtes für Denkmalpflege und kennt sich mit solchen Funden aus. Wir haben nach Feierabend habe ich dann geschaut, eine große abgeschobene Fläche, und da ist zu vermuten, dass irgendwann einmal was Prähistorisches rauskommt. Und tatsächlich nach 5 Metern habe ich einen Befund gehabt, eine dunkle Stelle. Da habe ich dann nachgeschaut, da waren gleich vorgeschichtliche Keramikscherben da. Und war ein Zeichen, dass irgendwie eine Urne oder was im Boden steckt. Das Gefäß deutet darauf hin, dass hier mal ein Grabhügel war. Ein paar Meter weiter haben die Helfer eine große Ansammlung an Steinen entdeckt. Auch das lässt auf ein solches Grab schließen. Dort hinten haben wir eine große Steinsetzung. Und in dieser vermuten wir vielleicht doch eine Körperbestattung. Die wird jetzt schichtweise abgetragen. Und dann werden wir sehen, ob da wirklich was drin ist oder ob uns die Natur einen Streich gespielt hat und irgendwie diese Steine von Urzeiten angeschwemmt wurden. Während die Steine mit Schaufel und Spaten ausgegraben werden, bedarf es bei der Urne viel Fingerspitzengefühl. Nach und nach wird die Erde abgetragen und auf historische Funde untersucht. Und tatsächlich, während unserer Dreharbeiten kommt ein Bronzefragment zum Vorschein. Kurze Zeit später entdecken die Helfer im Gefäß sogar mehrere Knochenreste. Ja, also dieses Bronzefragment können wir nicht genau sagen, was das ist. Das sind nämlich oft so eben Fragmente, die nicht mehr im Ganzen da sind. Ganz schwierig, das zu bestimmen. Das andere Teil, was Sie gesehen haben, das sind kalzinierte Knochen. Also vermutlich hat man irgendwo Knochen oder ein Skelett verbrannt und dann die Restteile in dieses Gefäß verbracht. Ist ja bei uns wieder modern, die Urnenbestattung ist nichts anderes. Die Körper waren auch verbrannt und in eine Urne gelegt. Das haben die damals auch gemacht. Um die Ausgrabung kümmert sich der Archäologische Arbeitskreis Allgäu, eine Gruppe aus historisch interessierten Laien. Von ihnen sind rund 11 ehrenamtliche Helfer vor Ort. Ja, es ist, wenn wir sowas angraben oder bearbeiten, ist natürlich immer ganz toll, was man sich so erhofft, was da alles kommen könnte, wenn man Literatur kennt, wenn man andere Grabungen schon gemacht hat. Es kann überraschend noch einiges kommen, es kann auch nichts mehr da sein. Was halt mit Sicherheit zu finden ist im Umfeld, dass da auch noch Grabhügel sind, die einfach dann später, wenn hier Baugebiet wird, mit beobachtet werden müssen und untersucht werden müssen. Das heißt, auch bei Fortsetzung der Bauarbeiten ist es möglich, dass erneut solche Grabhügel gefunden werden. Die aktuelle Ausgrabung soll noch diese Woche abgeschlossen werden. Und dann können auch die Bauarbeiten erstmal weitergehen. Mit einem musikalischen Highlight startet das Theater in Kempten in die neue Spielzeit. Als einzige Station im süddeutschen Raum macht die Produktion von Mozarts Die Entführung aus dem Serail mit dem weltweit renommierten Dirigenten René Jacobs auf ihrer Tournee durch die großen Musikzentren Europas in Kempten Halt. Und ein Kemptener Chor ist mittendrin. Gleich mehr. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leid. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier, unserem Bier. Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus. Unser Bier. Erleben Sie Leidenschaft mal anders. Kommen Sie am 19. und 20. September zum Autohaus Brosch in Kempten-Durach. An den Aktionstagen erwarten Sie exklusive Angebote. Autohaus Brosch, Ihr Mazda- und Hyundai-Partner im Allgäu. Also ich dachte ja immer, das beste Laugengebäck, das gibt's auf der Wiesn. Aber auch nicht schlecht ist das von Koppenrad und Wiesn. Jetzt neu, unsere Goldstücke Laugengebäck aus der Konditorei Koppenrad und Wiesn. Wiese. Gristi.de, das Mitmachportal der Allgäuer Zeitung. Mit eigener Kollektion im Gristi-Shop. Für alle eingefleischten Allgäuer und die, die es werden wollen.
Die Griesti-Kollektion erhältlich in allen Servicecentern der Allgäuer Zeitung. Unter griesti.de/shop oder unter 0831 206 190. Griesti.de, meine Heimat online. Sie ist eines von Mozarts ganz großen Meisterwerken und sowas wie die erste deutsche Oper. Die Entführung aus dem Serail erzählt die packende Geschichte der schönen Konstanze, die in den Orient verschleppt wird. 1782 im Burgtheater Wien aufgeführt, wird die Oper auch heute noch oft gespielt, aktuell im Kempener Theater. Der belgische Dirigent René Jacobs und die Akademie für Alte Musik Berlin bringen die Oper dort auf die Bühne. Als musikalische Unterstützung ist auch der Chor Collegium Vocale aus Kempten dabei. Für die Sängerinnen und Sänger natürlich ein Highlight. Der Chor Collegium Vocale aus Kempten macht sich bereit für die heutige Probe. Ein paar Stimm- und Lockerungsübungen und dann geht es auch schon los. Es stehen Stücke von Mozarts, die Entführung aus dem Serail, auf dem Programm. Dabei hört Chorleiterin Rebecca Heudorfer genau hin, denn für die Aufführung muss alles passen. Das Collegium Vocale steht dann mit René Jacobs und der Akademie für Alte Musik Berlin auf der Bühne. Gemeinsam präsentieren sie die Oper, die Entführung aus dem Serail von Wolfgang Amadeus Mozart. Also, es geht darum, dass die Konstanze entführt wird. Aus einem westlichen Land und Bassa Selim nimmt sie auf in seinen Harem, er verliebt sich auch in sie. Und Konstanze wird dann von ihrem Verlobten Belmont wieder aus dem Serail befreit. René Jacobs reist mit der Aufführung des Stücks die Entführung aus dem Serail durch ganz Europa. An jeder Station darf ein regionaler Chor an der Oper mitwirken. In Kempten eben das Collegium Vocale. Der Chor stellt das Heer der Janitscharen dar. Das ist eine Kriegstruppe. Und wir verehren den Herrscher an zwei Stellen. Einmal in der Mitte der Oper, nachdem er von einer Reise zurückkommt, bejubeln wir den Herrscher. Und am Schluss, weil er eine sehr großzügige Entscheidung getroffen hat. Die Proben für die Oper laufen schon seit Mitte Juni. Über die Sommerferien hat der Chor allerdings pausiert. Umso wichtiger sind nun die letzten Proben, denn bei vielen macht sich langsam Nervosität breit. Ja, ich denke, das kommt dann auf jeden Fall spätestens am Donnerstag, wenn man dann doch so auch in der Kleidung auf der Bühne steht und ja doch einige aus dem Chor, glaube ich, sowas auch noch nie gemacht haben. Und natürlich eine tolle Ehre, mit so vielen Profis auf der Bühne zu stehen. Und das auch noch in Kempten. Schon toll. Das ist eine sehr, sehr große Ehre für mich und für den ganzen Chor. Und ja, es ist einfach ein tolles Erlebnis, dass überhaupt René Jacobs hier nach Kempten kommt und dass wir als Kemptener Chor damit singen dürfen. Bisher kennen die Sängerinnen und Sänger aber nur die Noten der Oper. Erst bei der Generalprobe am Donnerstagvormittag treffen sie auf René Jacobs und die Akademie für Alte Musik Berlin. Ein paar Stunden später wird es dann ernst. Um 19 Uhr bringen sie gemeinsam die Entführung aus dem Serail im Theater in Kempten auf die Bühne. Und wir bringen Sie vor die Kamera mit unserer Vorher-Nachher-Show. Sie bekommen von uns ein professionelles Umstyling, Frisur, Make-up, Outfit. Alles, was Sie dazu beitragen müssen, Spaß an der Sache mitbringen und sich bewerben. Wir brauchen ein Porträt und ein Ganzkörperfoto und ein paar Worte dazu, warum sich gerade Sie eine Rundum-Erneuerung wünschen. Mitmachen können Männer, Frauen und auch Paare ab 20 Jahren. Bewerben können Sie sich per E-Mail an redaktion@allgäu-tv.de oder mit der Post an ATV Fernsehen fürs Allgäu. Die Adresse sehen Sie eingeblendet. Wir freuen uns auf Sie. Das geplante Alpsee-Chalet-Hotel sorgt in Immenstadt für kontroverse Diskussionen. Heute Abend möchte die Bürgerinitiative Rettet den Alpsee auf einer Infoveranstaltung ihren Standpunkt noch mal klar machen. Auch den Entwurf für ein mögliches Bürgerbegehren gegen den Bau des Hotels will die Initiative vorstellen. Die Bilder dazu morgen bei uns. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten.